Oh, ich bin mal gespannt. Oh, Dias. Oh, nice. Alter, wie geil. Okay, das ist nice. Ey, Alter, wie viele Dia-Erz hier einfach sind. Hey. Warte mal, was ist das? Geil. Diamonds. Da rennt ein Blaze rum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Evolution Craft Projekt. Und das ist bei mir die Fitte. Und mit dabei ist der liebe Lukas und der Tesla. Hallo. Ich finde das übrigens cool, dass ich immer als erstes genannt werde. Ja, du stehst hier in dem Channel aber auch ganz oben, ne? Ja, das ist auch richtig so, ne? Der hat so einen ganz billigen Trick. Muss man ja auch mal dazu erwähnen. Der hat einen ganz billigen Trick verwendet. Bei ihm ist nämlich hier, der heißt nämlich so: Lukas. Deswegen steht da. Ja, genau. Lukas. Okay. Deswegen steht da. Ja, wie willst du das mit dem. Ey, was ist jetzt eigentlich mit Teamspeak? Das kann man eigentlich schon raushauen, ne? Das mit dem Teamspeak da, ne? Ich denke mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier öffentlich ist, ist das, haben wir das sowieso schon gemacht, oder? Ja, denke ich mal schon. Ich hätte mal gesagt, wir machen ich mach mal ein Video. Wie gesagt, wir haben so einen kleinen Community-Teamspeak erstellt. Von, ja, uns zum Beispiel. Also jetzt wir drei halt und Lukas. Lukas, genau. Toxic. Und da könnt ihr gerne mal draufkommen. Die IP müsste... Nee. pnetservers.tk sein. Jo, sollte es sein. Vorbeigucken, da sind wir öfters. Aber drauf. Über die Subdomain gtfreak.pnetservers.tk oder und t3slorp.pnetservers.tk sollte es auch erreichbar sein, glaube ich. Cool. So. Sascha, was machst du bei meinem Haus? Ich bin ein wenig doof. Ach so. Ich wollte eigentlich jetzt gerade farmen gehen, weil ich diese Folge vielleicht mal Dias finden wollte, einfach nur weil haben. Ich hab halt jetzt gerade meine Ressourcen mitzunehmen, die ich bräuchte dafür, um farmen zu gehen. Läuft bei mir. Bisschen. Das ist cool. Aber rein prinzipiell müsste ich sowieso jetzt mal gucken, was ich jetzt genau mache. Und ich muss mich mal ganz kurz muten. Läuft bei mir. Läuft echt bei mir. GG, okay. Ja, dann haben wir den schon mal los. Das ist doch mal was Schönes. Fehlt noch einer, ne? Ja, jetzt bist du doch echt da. Und Lukas, okay, gut. Aber immerhin bin auch ich da. Immerhin. Okay, ich gehe jetzt auch erstmal farmen, weil ich hatte in meiner letzten Folge Dias gefunden, konnte die nicht abbauen, weil ich keine Spitzhacke mehr dabei hatte. Dias gefunden. Ja, und da gehe ich jetzt schnell hin. Und mir ist jetzt egal, ob ihr schlafen wollt oder nicht. Ich gehe jetzt dahin. Ich habe überhaupt schon Bett. Was soll ich überhaupt? Ich habe Bett. Ich habe nicht. Ein Bett. Cool. Cool. Ich habe kein Bett. Miguel hat mir einen Apfelbaum vors Haus gestellt und hat, so viel ich weiß, auch ein paar Apfelbäume bei sich rumstehen. Und ich habe da gerade einen von denen abgefarmt und das Ding hat mir 52 Äpfel gegeben. Was? Also würde ich euch auf jeden Fall mal raten, so ein Ding irgendwie zu bekommen. Das ist ganz schön übertrieben. Was zu hören? Anscheinend. Okay. Das hört sich aber so an, das müsste man wirklich machen. Übrigens mal so als kleine Randinformation bei mir. Ich hatte irgendwie die letzten drei Folgen, die wir alle am ersten Projekttag aufgenommen haben, irgendwie unglaublich schlechte Frames gehabt und mittlerweile läuft's wieder. Ich weiß nicht, warum das so war, allerdings läuft's jetzt wieder und ich bin ganz froh drum, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich ja dann auch nochmal nach Shaders gucken irgendwann. Aber irgendwie hat das Modpack hier eine relativ unkonstante Leistung. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch irgendwie so, oder? Der Server macht eher ein Problem, da müssen wir irgendwie gucken. Ich kann anscheinend nicht nur an Mainliner liegen. Ne, beziehungsweise also, jetzt läuft's ja extrem flüssig alles. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, als würde das daran gelegen haben, dass wir mit so vielen Leuten auf dem Server da waren. Das kann gut sein. Ja, das kann auch sein. Und ich habe hier, das ist wahrscheinlich dieses Dorf, von dem Emra geredet hatte. Hier über mir ist nämlich dieses Dorf, das ist mir gerade eben erst aufgefallen auf der Minimap. Eigentlich ganz schön aus. Und da ist ein. Alter, diese Baby-Zombies, die hacken doch! Der hackt doch! Ja, klar, der Speed-Hack drauf. Alter. Das nicht gewusst? Nee. Baby-Zombies haben gedacht, immer. Ich hab gedacht, Hacks werden hier verboten. Wir haben leider nichts gebannt. Also, wir haben kein Plugin drauf, so viel ich weiß. Weiter. Lol. Müssten wir machen eigentlich, ne? Müssen wir machen. Ich meine, wir haben sonst auch nur Hacker. Ja, wir haben ja sonst auch nur Hacker hier drauf. Ja, ich fand so. Müssen wir eigentlich mal definitiv mal machen. Warte mal, brauche ich nochmal für den Pulverweiser. Ne, warte mal, ich wollte mir zuerst den Quenz hier bauen. Gibt's hier eigentlich, haben wir eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, Spawner abzubauen? Okay. Was ist geil, okay, das ist geil. Was willst du bauen? Das ist, ob man Spawner hier abbauen kann. Ja, es natürlich. Geht.
Also nicht direkt, du kannst die Spawner abbauen, dann bekommst du zerstört Spawner, Broken Spawner daraus. Und aus denen kannst du dann wieder funktionierende Spawner machen. Wie macht man das eigentlich dann? Oder wie funktioniert So, das ist ein bisschen komplizierter und ein bisschen teurer. Also du musst so eine spezielle Maschine machen von Ender.io und aber es wird auf jeden diese Fall kannst du dann, funktionieren. ja, das funktioniert recht einfach eigentlich auch. Das ist halt recht teuer. Ja, gut, dann. Na, immerhin, solange es funktioniert. Ich meine, das ist ja dann nur nicht schlecht. So. Ja, Boah, ich hab dann, prinzipiell ja ich glaube, ich habe einen nicht Kirschbaum. Ich irgendwo. habe jetzt auch einen Apfelbaum gefunden. Ich weiß nicht, habt ihr genug Saplings eigentlich, was das angeht? Ich habe zwei jetzt gerade gehabt. Okay, warte, Hä? dann Ich nehme ich hätte doch. nämlich Ich auch hätte. einfach mal ein paar Saplings hier mit. Ah, da. Dann werde ich Wo mich hab ich jetzt zur diese? nächsten Folge auf jeden Fall mal hinsetzen, zu gucken, was ich mache. Ah. Das werde ich wirklich machen müssen. Weil ansonsten läuft das hier nicht. Lol, das sind jetzt ganz normale Oakwoods, aber What da the war trotzdem eine fuck? Cherry dabei, das ist komisch. Naja. Naja. Aber das bringt Bist echt, du ich habe nee, jetzt auch also schon mehr als irgendwie. ein halbes Stack an Also irgendwie Saplings leckt das aber noch. Irgendwas Bei ist noch nicht mir so ganz läuft ordentlich. alles perfekt, Ich meine, Mann. ich habe gerade auf Öfen gedrückt, ne, und es hat irgendwie ewig gedauert. Also Liegt bei mir vielleicht an ist dir, das. vielleicht mag der Server dich einfach nicht. Das kann auch Ne, sein. bei mir Ja, ich läuft habe einen eigentlich auch 17er Ping relativ. eigentlich. Welchem Schwierigkeitsgrad ist das aber Merkwürdig. eigentlich? Difficulty 1. Okay. Ja, das müsste ja eigentlich Nein! ganz gut sein. Es sind vier von den Dias verbrannt oder so. Irgendwas in Was? die Richtung. Ich Was hab nur vier einen Dias verbrennen bekommen. lassen? Was? Bist du dumm? Ja, ein bisschen. Ja, merk mal. Aber ich habe noch nicht mal meinen den Spot, an dem ich den jetzt gespottet habe, gefunden. Ich finde Ernsthaft? das Ding Ich. nicht. Warte, mal kurz weg. Ich muss gerade mal hier Tür aufmachen. Er läuft bei uns auf jeden Fall mal. So. GG, ja. Perfekte Aufnahme. Ich muss allerdings auch mal gucken, dass ich hier ein bisschen Crap rauswerfe. Ich habe auf jeden Fall mal vier Music Discs schon mal gefunden. Ich hatte da mit Emrah ja was Kleines geplant gehabt. Hehe. Ich hoffe mal, dass sich das dann machen lässt. Weil wir die Music Was Discs ist dann haben. das? Was habt ihr geplant? Was habt ihr geplant? Doppel nochmal da. Oh, Mal ich das lebe ja noch. Ich hören. lebe noch. Ich lebe noch. Aber Gerade wahrscheinlich so. nicht mehr lange. Ja, wahrscheinlich nicht mehr lange. Nein. Wahrscheinlich Das, gleich ich nochmal das weiß große nicht, bist du Sterben. hier schon dran Ich muss gewöhnt? mal mit der Emrah fragen. Ja. Beziehungsweise, ich sag's einfach, wir waren ja schon in Tropical Island drinne und da So, haben wir schon okay. angefangen gehabt, so eine kleine Disco zu bauen quasi. Und das werden wir jetzt dann einfach nochmal probieren. Und ich denke mal, das kann auch eigentlich ganz chillig werden, wenn das funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe einen Polen-Dungeon gefunden, So, glaube lohnt sich ich. das eigentlich, wenn ich mir jetzt einen Redstone Furnace baue? Ich glaube schon, oder? Ja, Waren auf so jeden viele Fall. Kohle, wie wir haben. Ich habe auch jetzt einen Dungeon gefunden. Nice. Und ich glaube mal, das sind diese Dungeons. Wir mussten uns leider am Anfang vom Projekt schon so ein bisschen spoilern, was ein bisschen schade ist. Allerdings mussten wir das halt machen, damit wir das ausprobieren konnten. Ob vom Modpack her alles funktioniert. Und das ist so ein. Ich glaube, das ist jetzt einer von diesen Riesen-Dungeons. Und den werde ich dann jetzt auch mal looten. Das wäre Ich geil. glaube, wir sind im selben Dungeon. Ich habe auch so einen von den Dingern, die ich Wie sind denn deine als Quads? einen der großen. Minus 37 und minus 300. Ne, ne, dann sind wir beide Okay. auseinander. Wo bist du? Ich bin bei X 420 und Z 600, beziehungsweise 67. Also wir sind weit genug auseinander eigentlich. Dark Boots, cool. Und ich habe eine Music Disc. Ist ja cool. Nice. So, dann machen wir auf jeden Fall das noch. Die Apple Tree Saplings brauche ich auf jeden Fall noch. Das Holz. Ich habe gerade einfach fast meine kompletten Kannst du wieder rauf? Eisenspitzhacken durchgebracht. Brand, das ist so krass. Oh, ich bin mal gespannt. Oh, Dias! Oh, nice! Alter, wie geil! Okay, das ist nice. Ey, das sind Alter, die alle wie von viele Dias. Dia-Erz hier einfach sind! Hey! Warte mal, was ist das? Geilo! Diamonds! Da rennt ein Blaze rum? Geilo! 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 Ja, cool. 24 Stück einfach! Alter, was? Also, ich werde gleich getötet durch meinen Lex. Übertreib! Ich bin jetzt gestorben durch meinen Lex, geil. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Also, keine Ahnung, ob der Server Lex, was macht in meinem. Also, Arbeitet ihr gerade irgendwie mit Vayne Miner? nee, Ich arbeite mit so Vayne ich Miner. nicht. Okay, Also weil ich irgendwie leckt bisschen, aber hier. so fünf Erzdinger. Ja, aber irgendwie leckt das Vorkommen. hier alles, also bewegt sich nichts. Aber ich habe auch nur hin und wieder und bei mir läuft alles eigentlich. Es bewegt Ja, sich bei wer mir läuft nicht. auch alles ohne Okay. Probleme. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo das Problem ist. Merkwürdig. So, die Broken Spawner kann man auf jeden Fall stacken. Das ist ganz cool. Glowstone nehme ich, denke ich mal, auch mit. Okay, Ich nice. erhänge, du scheiß Blatze. Boah, das Problem ist, ich habe gleich gar keinen Platz mehr im Inventar.
Ja, cool, jetzt krieg ich die ganze Zeit Damage. Ich disconnecte mal ganz kurz. Oh, Lukas, was geht denn hier bitte ab? Entschuldigung, tut mir auch leid. Der mit der besten Leitung hat hier die Probleme mit dem Internet. Ja, GG. What the fuck, wo komme ich jetzt? Okay, da. Ich verstehe aber auch nicht, ja, wo das Problem ist. Bei mir läuft alles. Wie gesagt, es läuft alles richtig gut und ich muss sagen, die Dungeon-Tour hier gefällt mir echt gut, weil ich liebe diese Dungeons hier. Weil du mit den Dungeons einfach so geile Sachen machen kannst. Oh, nee, nee, ich ist nein, what the fuck, nein, what? Nein, 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 nein. Okay, jetzt bin ich nochmal gestorben. Ja, wir sehen das. Das hat bei mir nochmal extrem rumgespackt. Kann man Kuchen abbauen? Lukas, ich hab das so, ich hab so das Gefühl, dass du ganz gerne stirbst. Kann das irgendwie sein? Ohne Fuck, da war ein Creeper hinter mir. Hat sich eigentlich jemand einen Timer gestellt? Ja, ich hab Audacity auch. So, ja, hab ich auch offen. Alter, ich hab ein halbes Herz. Wenn man vom Teufel spricht. Lol, Wiststone. Keine Ahnung, was das ist. Na, ich nehm's einfach mit. Ich hab zumindest mal so ein bisschen Zeit hier zu ordnen. Ich hab einfach 6 Schallplatten. Was ist das denn? Aber das finde ich richtig nice auf jeden Fall. Das heißt, die Idee, die wir hatten, können wir auf jeden Fall gut machen. Dann habe ich Mundane Belt und Mundane Amulet. Die kann man sich auch ganz leicht craften. Ja, ich bin auch fast tot. Würde mich mal interessieren, was man mit den Dingern überhaupt machen kann, weil die Dinger so leicht zu craften sind einfach. Naja. Werden wir dann auf jeden Fall sehen, wenn wir uns dann mit den Mods ein bisschen weiter beschäftigen. So, ich versuche jetzt auch. Ich weiß nämlich, dass wir in einem ähnlichen Dungeon sind, auf jeden Fall sein müssen. Deshalb weiß ich, dass hier irgendwo so ein Dia vorkommen sein sollte. Es waren halt einfach 4x6 Erze. Was? Alter, das ist nochmal! Ja, geil! Oh cool, ich hab einen Enchantment. Alter, als ob. 30? Jetzt gerade hat's bei mir auch ein bisschen. 36? What? Jetzt gerade lag's bei mir auch. 42? Aber das liegt bei mir an meinem Internet. 48? Ich hab noch 400er Ping. Also ich muss sagen, das was Baxi Maxi gemeint hatte vom Projekt, das ist jetzt gerade in Realität geworden, dass ich einfach jetzt bald einen Stack Gears hab. Geilo. Alter, nee, ich sterbe einfach, weil es mir laggt wie ein Stück. Okay, Tin Gear, Glas und Iron Ingots. Also ich muss sagen, die Aufnahme läuft irgendwie. Ich weiß nicht, definitiv. Ich hab absolut gar keine Lags. Ich hab einen Witch getötet. Ja, yeah, ich bin cool. Braucht man in dem Modpack? Ich hab einen 2000er Ping gerade. Das ist auch cool. Was ist? Ob man hier viel Redstone braucht. Na, ich weiß nicht. Gestorben. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen was. Was soll ich denn machen, Alter? Das ist ja, war bei mir gerade eben auch so. So, ich brauch das da, ich brauch mehr. Die Internetprobleme hat, aber ich hab gerade einen 4000er Ping, Alter. Ich kann doch nicht sehen, das ist doch lächerlich, Alter. Ja, gut. Kann man natürlich leider nichts dran ändern, ne? Kann nicht mal respawnen. Dann. Oh Gott. Aber in diesen Dungeons sind so viele Spawner einfach, Monster einfach drin, das ist so krass. Ja, also irgendwas funktioniert hier noch nicht ganz optimal. Ja, weiß das noch nicht Modpack was. Ist halt leider noch in der Beta, ne? Jo, aber trotzdem. Wir müssen auf jeden Fall nach der Aufnahme mal gucken. Ja, wir haben das letzte Mal ja schon gesagt, wir gucken, aber wir haben gedacht, das wäre Rainminer und haben deswegen gedacht, es ist einfach dadurch zustande gekommen, dass einfach 8 Leute Rainminer benutzt haben und das halt schon ein bisschen heavy ist und das durchaus einen Server zum Lecken bringen kann, aber scheint es ja dann doch nicht gewesen zu sein. Zumindest nicht alles. Nee. Oder es liegt einfach nur an eurem Internet, weil bei mir läuft eigentlich alles. Ja, aber du hast am Anfang ja auch Lex, ne? Obwohl, ich habe einen 2000er Ping, wie gesagt, bei mir liegt es an meinem Internet, da hätte ich auch gesagt, nach den 14 Minuten belasse ich es bei der Aufnahme, weil bei mir hat es aber einfach überhaupt gar keinen Sinn, jetzt weiter aufzunehmen. Ja. Hau da rein, bis zum nächsten Video und ciao Leute. Tschüss. Für meine Aufnahme. Ist natürlich ein bisschen schade eigentlich, aber kann man natürlich leider nicht ändern. Und ich habe jetzt auch noch hier Endstein gefunden irgendwie. Cool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das was bringt, wenn ich das jetzt mitnehme, aber ich nehme es einfach mal rein prinzipiell mit. Und hier ist noch kann man mal gebrauchen. Und so, oh, nice. Jetzt das da. Es sind noch mehr Music Discs. Ich habe so viele Music Discs einfach schon.
Das ist so richtig übertrieben einfach nur. Nametag habe ich auch noch. Gut, die Dinger brauchst du sowieso nicht, weil du die gut craften kannst. Dann müssen wir das noch mitnehmen. Ach komm, Redstone kann man, wenn dann... Perfekt, mehr für den Sprain hab ich. Wo kommen die ganzen Zombies her? Hab ich. So ein richtig abartiges... Was geht denn hier ab? Okay, ich hab einen Redstone für eine 1. Bin cool. Jetzt kann ich Kohle verbrennen, um Energie zu bekommen. Läuft bei dir auf jeden Fall. Natürlich. Und, oh, ich habe Iridium gefunden. Nice. Junge. Und noch mehr Music Disc. Ey, was ist denn hier ab? Oh, jetzt erstmal einen Pulverweiser. Kann man Nuggets machen und die kann man damit machen. Das heißt, die interessieren mich auf jeden Fall mal nicht. Das nehmen wir raus. Dann holen wir noch das Iridium mit. Und dann hätte ich auch mal gesagt, dass es das dann auch erstmal von dieser Folge gewesen sein soll von mir. Ja. Ich denke mal, wir gehen dann einfach nächste Folge noch weiter durch den Dungeon und gucken einfach, ob hier noch irgendwas sein sollte. Ich denke mal, die Folge hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben 48 Dias hier aus dem Dungeon rausgenommen. Ich bin so intelligent. Ich bin so intelligent. Hast du ihn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin so intelligent. Weißt du, ich denke, ich mache mir so ein... Ah ja, ganz ehrlich, diese Intelligenz, warte mal. Das Intelligenz, jo. Nein, das Intelligenz ist nicht nur schön. Ich habe gedacht, ich mache mir jetzt ein entsprechendes Teil, mit dem ich Energie machen kann, aber in Wirklichkeit habe ich mir einen Ofen gemacht. Okay. Ja, gut. Der Energie braucht. Wie gesagt, das soll es dann auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Hier scheint es ja auch schon ein bisschen weiter zu gehen im Dungeon. Das heißt, beziehungsweise hier sehen wir auch noch zwei Etagen, die werden wir uns dann nächste Folge angucken. Dann hätte ich gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.